Bonaire, eine verträumte Karibikinsel im Atlantischen Ozean. Eine Insel ohne die typischen Palmen und Urlaubsstrände. Unberührte Natur über und unter Wasser. Die Unterwasserwelt lockt Tauchtouristen und Wissenschaftler gleichermaßen, die hier den einmaligen Fischreichtum bewundern. Durch die Unterwasserflora und Fauna wurde Bonaire zum Taucherparadies. Unsere Reise nach Bonaire beginnt in Amsterdam, der Hauptstadt der Niederlande. Von hier startet fast täglich eine Maschine der niederländischen Fluggesellschaft KLM Richtung Bonaire. Nach ca. 9 Stunden Flugzeit über den Atlantik erscheinen im Süden der Karibik unterhalb des Hurrikangürtels die ABC-Inseln Aruba, Curaçao und Bonaire. Der Pilot landet die Maschine sicher auf dem Flamingo Airport Bonaire. Der Flamingo Airport Bonaire ist der einzige Flughafen der gleichnamigen niederländischen Insel Bonaire und wurde 1936 errichtet. Er liegt nahe der Inselhauptstadt Kralendijk, was übersetzt Korallendeich heißt. 1945 wurde der neue, mit einem Terminal ausgestattete Flughafen eröffnet. Die Gesamtfläche Bonaires beträgt 288 Quadratkilometer. Die Bevölkerungszahl liegt etwa bei 15.000 Einwohnern, die überwiegend in Kralendijk leben. Der kleine, aber quirlige Ort bildet mit seinen zahlreichen Restaurants, Bars und Geschäften heute das Wirtschaftszentrum der Insel. Etwa 850 Meter vor der Hauptstadt, nur durch die Meeresstraße Rede-Kralendijk getrennt, liegt die kleine, flache und unbewohnte Koralleninsel Klein-Bonaire. Ende der 1990er Jahre sollte auf der Insel ein Hotel entstehen. Durch einen offenen Brief des Tauchpioniers Hans Hass im Februar 1997 an die Behörden wurde das Vorhaben daraufhin fallen gelassen. Es gibt zwei wichtige Straßen in Kralendijk, die parallel am Meer verlaufende Kaja Krane, die im Süden in die Kaja Helmut übergeht. Diese Straße am Wasser wird auch als Waterfront bezeichnet. Von den Anlegeplätzen der Kreuzfahrtschiffe erreicht man leicht die zweite Einkaufsstraße Kaja Grandi. In der Hochsaison von Dezember bis April wird Bonaire immer wieder von den Ozeanriesen angelaufen. Die historischen Gebäude im typisch holländischen Kolonialstil entlang der Kaja Grandi stammen vom Ende des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Einige Gebäude wurden restauriert. Traditionell befindet sich im Untergeschoss das Geschäft, im Obergeschoss ist die Familie untergebracht. Die Einkaufsstraßen laden zum Schlendern ein
und zum Besuch einer der vielen Souvenirshops. Den Tag kann man mit einem eisgekühlten Bier und einem köstlichen Abendessen auf einer Terrasse von Bonaires exzellenten Restaurants ausklingen lassen. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es auf Bonaire eine Menge. Wer allerdings auf Bonaire tauchen möchte, sollte sich für ein Tauchresort wie zum Beispiel das Belmar Oceanfront Apartments entscheiden. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und verschiedene Tauchspots sind nur wenige Autominuten vom Belmar Oceanfront entfernt. Die Rezeption ist an 7 Tagen in der Woche geöffnet. Luxus-Apartments direkt am Wasser umgeben von einem üppigen tropischen Garten. Jedes der 20 Apartments ist stilvoll eingerichtet und bietet 1, 2 oder 3 Schlafzimmer mit komplett ausgestatteter Küche und geräumigem Wohnzimmer. Jeder Balkon und jede Terrasse bietet einen fantastischen Blick hinaus auf den resorteigenen Pool und auf den Ozean. Das Belmars hat außerdem eine eigene Padi-5-Sterne-Tauchbasis mit einem Tauchshop und ein weltweit anerkanntes Zertifizierungszentrum zu bieten. Die Tauchkurse, angefangen beim Padi Open Water Course, über den Dive Master Course bis hin zu diversen Zusatzqualifikationen, werden mehrsprachig angeboten. Seit Jahren schon wird Bonaire immer wieder zu einem der besten Tauchziele der Welt gekürt und ist zudem ein Pionier in Sachen Naturschutz. Ein Traum für jeden Taucher. Über 80 Tauchspots, viele davon ganz leicht vom Ufer aus zugänglich, machen Bonaire zu Recht zu einem Mekka für Küstentaucher. Auch wenn Großfische wie Haie hier eher selten anzutreffen sind, ist der Reichtum an Korallenarten und exotischen Fischen atemberaubend. Raubfische wie die Barracudas trifft man fast bei jedem Tauchgang an. Barracudas wie auch Haie befinden sich am Ende der Nahrungskette und sind leider sehr häufig mit Ciguatoxin angereichert, sodass der Verzehr von Barracuda-Fleisch zu Vergiftungen führen kann. Kaum zu glauben, dass der Barracuda zur Gruppe der Barsche, wie dieser Karibik-Juwelenbarsch, gehört. Das Gebiss dieses Tiger-Zackenbarsches steht dem eines Barracudas in nichts nach und zeichnet einen Raubfisch aus. Tagsüber ruhen sich die Barsche aus und betreiben Körperpflege. Man findet sie an Putzerstationen, wo sie sich von kleinen Grundeln von Parasiten befreien lassen. In solchen Momenten der Entspannung lässt sich ein Zackenbarsch noch nicht einmal von einem Taucher aus der Ruhe bringen. Wie im gesamten tropischen Westatlantik ist auch hier der Ozean-Doktorfisch anzutreffen. Entweder schwimmt er alleine oder wie hier in einer größeren Gruppe über die Riffkrone, um sich von Algen zu ernähren. In solch großen Gruppen hat es den Anschein, als wenn eine Horde Heuschrecken über das Riff herfallen würde. Wie alle Doktorfischarten hat der Ozean-Doktorfisch einen hochrückigen, seitlich abgeflachten Körper. Der Name Doktorfisch ist auf die messerscharfen Stacheln der Schwanzwurzel zurückzuführen, die an ein Skalpell erinnern. Thank you.
Ein Fisch, der mehr Ähnlichkeit mit einer Eidechse als mit einem Fisch hat, ist der Sandtaucher-Eidechsenfisch. Eidechsenfische lauern ihrer Beute am Sandboden, eingegraben oder zwischen Korallenbruch auf. Er ist ein Lauerjäger, der seine Beute bis zu seiner eigenen Größe durch blitzschnellen Vorstoß schnappt. Ein besonderer Raubfisch, dessen Heimat normalerweise der Pazifische und Indische Ozean ist und der sich in der Karibik zum Top-Invasor entwickelt hat, ist der Rotfeuerfisch. Die pazifischen und indischen Rotfeuerfische sind seit den 80er Jahren im Atlantik und in der Karibik unterwegs. Vermutlich wurden sie mutwillig oder aus Unwissenheit aus Aquarien ausgesetzt. Auf Bonaire hat man das Problem längst erkannt. Hier haben die Behörden mittlerweile dazu aufgerufen, Feuerfische auf die Speisekarten zu stellen. Dem Top-Invasor der lokalen Küsten möchte man so den Top-Räuber Mensch entgegensetzen. Zwischen Federgorgonien findet man immer wieder verschiedenartige Flötenfische. Meist stehen sie senkrecht im Wasser, um von Fressfeinden schwerer erkannt zu werden. Manche Arten wie der Blaupunktflötenfisch können eine Maximallänge von 2 Meter erreichen. Bei solch einer Länge sieht man sie ausschließlich waagerecht über Seegras, Wiesen, Gorgonienfelder und Felsriffen schwimmen. Er lebt als Einzelgänger oder in kleinen Schulen und ernährt sich überwiegend von kleinen Fischen und Krebstieren. Seit Jahren wird Bonaire immer wieder zu einem der besten Tauchziele der Welt gekürt. Aber nicht nur unter Wasser bietet die Insel in Sachen Natur und Landschaft Sehenswertes, so liegen im Süden der Insel natürliche Salzseen, die inzwischen zu wirtschaftlich ertragreichen Salinen ausgebaut wurden. Die heutigen Salzpfannen produzieren Berge an weißen Salzkristallen, die aus der Ferne wie Schneeberge aussehen. Ein faszinierender und in den Tropen höchst überraschender Anblick. Im frühen 17. Jahrhundert begannen die Holländer mit der Salzgewinnung und seitdem ist Salz eine der wichtigsten Einnahmequellen der Insel. Das Salz wird heute, nach einigen Monaten Trocknung, durch Förderbänder auf Schiffe verladen. Diese Arbeiten wurden im 19. Jahrhundert noch durch Sklaven verrichtet. Nur wenige Autominuten südlich der Salzberge erinnert heute eine Gedenkstätte an das dunkelste Kapitel der holländischen Geschichte. Die winzigen gelben Sklavenhütten wurden während der Sklaverei im Jahre 1850 komplett aus Stein errichtet und dienten den Sklaven unter der Woche als Quartier. Die Sklaven arbeiteten in den Salzpfannen, um das Salz auf die Schiffe zu verladen und zu verschicken. Die Hütten wurden als Schlafstelle benutzt und um das Privateigentum der Arbeitskolonnen unterzubringen. Es gibt auf Bonaire 2 Gruppen von Sklavenhütten. Hier in diesen winzigen Hütten hausten die Sklaven wochentags, bis sie freitagabends in einem 7-stündigen Fußmarsch zurück zum ältesten Ort Bonaires, Rincon, geführt wurden, wo sie bis Montagmorgen blieben. Neben einem von 3 6 bis 8 Meter hohen Obelisken befindet sich heute eine Gedenktafel. Die Obelisken wurden 1837 errichtet und dienten den Schiffen, die Salz laden wollten, als Wegweiser zu den entsprechenden Anlegestellen.
Nicht weit davon entfernt befindet sich ein weiterer Wegweiser für Schiffe. Der Leuchtturm Willensthorn wurde am 24. August 1838 am Geburtstag von König William I. eingeweiht und trägt dessen Namen. Der 21 Meter hohe Ziegelturm am La Crepunte ist der älteste Leuchtturm auf Bonaire und steht an der Südspitze der Insel. Die ursprüngliche Feueranlage wurde entfernt und durch ein solarbetriebenes, festes Licht ersetzt. Der Turm dient heute als Seezeichen. Für die früheren zwei Leuchtturmwärter gab es direkt neben dem Leuchtturm ein Haus, das heute nur noch eine Ruine ist. Hier an der Südspitze von Bonaire, wo der Atlantik ungehindert auf das Festland trifft, hat sich im Laufe der Jahrhunderte das Pegelmeer gebildet. Das Pegelmeer ist heute ein großes Schutzgebiet für Flamingos, die hier ungestört brüten können. Besucher sind hier nicht zugelassen. Dieses ist nicht weiter schlimm, da auf Bonaire die größte Flamingo-Kolonie der ganzen Karibik lebt. Daher kann man die rosafarbenen Vögel auf der gesamten Insel beobachten. Kurz vor Sonnenuntergang machen sich einige Flamingos auf einen 50 Kilometer langen Weg und fliegen nach Venezuela. Zur gleichen Zeit findet im Tauchresort für Lynn der Tauchunterricht statt. Die Bedingungen auf Bonaire, einen Tauchschein zu erwerben, könnten nicht besser sein. Nach dem theoretischen Teil folgt das praktische Üben. Nach bestandener Prüfung darf mit seinem Buddy eigenständig getaucht werden. Um das berühmteste Wrack Bonaires, die Hilma Hooker, zu betauchen, sollte man einige Tauchgänge absolviert haben. Die Hilma Hooker ist ein 103 Meter langes Stahlfrachtschiff und zählt zu den schönsten Wracks der Karibik. Gebaut wurde sie 1951 in Holland und war für eine Fracht von 1027 Bruttoregistertonnen ausgelegt. 1984 versagten auf dem Schiff die Rudermaschinen und es trieb auf Kralendijk zu. Die Zollbehörden und die Polizei wurden bei der Durchsicht der Schiffspapiere misstrauisch und durchsuchten das Schiff. Sie fanden 25.000 Pfund Marihuana. Die Hilma Hooker war ein Drogenschmuggler. Nach einigem Hin und Her wurde die Hilma Hooker schließlich am 7. September 1984 zu ihrem heutigen Standort geschleppt, um sie als künstliches Riff zu versenken. In ihrem Inneren wohnen zurzeit 5 große Tarpons, die den Tauchern Platz machen, wenn sie in den Frachtraum eintauchen. Sie drehen dann einstweilen eine Runde um das Schiff und sind nach einiger Zeit wieder da. Zurück am Riff erscheint ein Lebewesen wie von einem anderen Stern. Es ist eine Sepia, die wie Kraken und Kalmare zur Gruppe der Tintenfische gehört. Anders als bei den Kalmaren verhält sich die Sepia gegenüber Tauchern selbstbewusst und neugierig. Bei Bedrohung hebt die Sepia ihre Fangarme zur Abwehr, bunte Farben laufen dann über den Körper und zeigen ihre Missstimmung an. Durch das Wechselspiel der Farben ist die Sepia, wie der Kalmar, ein wahrer Meister der Tarnung.
Mit Hilfe von Millionen kleiner Pigmentzellen vermag sie die Farbe zu wechseln und Tausende von verschiedenen Mustern auf die Haut zu zaubern. Bei stärkerer Bedrohung stößt sie eine Wolke schwarzer Tinte aus und nutzt diesen Sichtschutz, um mittels ihres Wasserdüsenantriebs zu verschwinden. Die Wächtergrundel kann sich nicht tarnen. Sie schützt sich vor Fressfeinden in einer Höhle, die zuvor von einem Knallkrebs ausgehoben wurde. So bilden beide eine Symbiose. Der Krebs gräbt und die Grundel achtet auf Fressfeinde. Diese Grundeln sind erst wenige Millimeter groß und noch zu klein für eine Symbiose. Wenn sie sich nicht bewegen, fallen sie auf den Korallenblöcken den Tauchern kaum auf. Dieser nur 4 cm große Kugelfisch verfügt genauso wie dieser ca. 35 cm große Igelfisch über Stacheln am Körper. Diese liegen beim Igelfisch eng am Körper an. Bei Gefahr pumpen sie sich mit Wasser auf, sodass sich die Stacheln am Körper aufrichten. In dieser Abwehrhaltung sind sie nur von wenigen großen Fischen verschlingbar. Bei Menschen kann es zu bösen Entzündungen führen, wenn sie durch die Stacheln verletzt werden. Auch dieser Kofferfisch gehört zur Familie der Kugelfische. Der Körperbau inspirierte Mercedes-Benz aufgrund seines besonders niedrigen Strömungswiderstands zum Bau des Bionic Car. Wie der deutsche Artenname andeutet, kommt diese karibische Languste hauptsächlich in der karibischen Region vor. Die karibische Languste ist ein typisches Mitglied der weltweit etwa 45 Arten umfassenden Familie der Langusten. Bei den erwachsenen Individuen bemisst sich die Körperlänge im Allgemeinen auf 20 bis 25 cm, kann aber wie hier in Ausnahmefällen bis zu 45 cm betragen. Im Unterschied zu den Hummern ist bei den Langusten das erste der 5 Schreitbeinpaare nicht zu großen Greifscheren umgewandelt. Die erwachsenen karibischen Langusten sind hauptsächlich nachts unterwegs. Tagsüber halten sie sich in einer Nische, Spalte oder Höhle, im Fels oder in Korallengeröll versteckt. Bei der Nahrungssuche erweisen sie sich als keineswegs wählerisch. Sie passen sich dem vorhandenen Angebot von lebenden wie toten tierischen Stoffen an. Auf ihrem Speiseplan stehen hauptsächlich langsam kriechende oder festsitzende, wirbellose Meerestiere. Auch diese Bärenkrebse gehören zur Familie der Zehnfußkrebse. Bärenkrebse sehen sonderbar aus. Und obwohl sie mit den Langusten verwandt sind, fehlen ihnen die langen Antennen. Stattdessen haben sie am Kopf schaufelartige Fortsätze mit gezackten, scharfen Rändern, die sie zum Graben in schlammigen oder sandigen Böden benutzen. Dieser Zehnfußkrebs sieht aus wie eine Spinne und hat daher den Namen karibische Spinnenkrabbe erhalten. Auch wenn die 10 Beinglieder nicht gleich erkennbar sind, wird diese Pedersons-Garnele den Zehnfußkrebsen zugeordnet. Die Garnele gehört zur Familie der Partnergarnelen und ist oft in Farbe und Körperform dem Wirt angepasst. Den Kreolen-Lippfisch findet man im Westatlantik von der Küste Floridas und den Bermudas einschließlich der gesamten Karibik und damit auch hier in den Gewässern von Bonaire. Erwachsene Tiere schwimmen in der Regel in größeren Gruppen in den äußeren Riffen, in Tiefen von 10 bis 30 Meter. Jungtiere halten sich überwiegend zusammen mit jungen blauen Schwalbenschwänzen zwischen den Korallen auf. Kreolen-Lippfische sind Planktonfresser.
Sie ernähren sich überwiegend von Ruderfußkrebsen, Quallen, Manteltieren und Larven. Gelegentlich kommen diese Tiere leider auch in den Handel, obgleich bekannt ist, dass diese Art extrem transportanfällig ist. Über 90% der für den Handel bestimmten Tiere überleben den Transport nicht. Folglich sollte man diese Tiere besser dort belassen, wo sie hingehören. Dieser Fisch hier spielt, aquaristisch gesehen, kaum eine Rolle. Es handelt sich um den braunen Riffbarsch und er gehört zu der wohl artenreichsten Gattung der Riffbarsche. Es sind Schwarmfische, die in tropischen, aber auch subtropischen Korallenriffen des Atlantiks leben. Die gelbe Meerbarbe gehört ebenfalls zur Gruppe der Barsche. Sie sind Freilaicher, die keine Brutpflege betreiben. Die Eier enthalten einen Öltropfen und schweben, wie die Larven, oberhalb der Bodenzone im freien Wasser. Man trifft sie in diesen Gewässern mindestens so häufig an wie diese grüne Muräne, die bis zu 2,5 Meter lang und 30 Kilogramm schwer werden kann. Die gefleckte Muräne wird nicht ganz so groß, ist aber, wie die grüne Muräne, ein Einzelgänger und verbringt den Tag überwiegend in Höhlen und Spalten. Muränen sind nachtaktiv und ernähren sich von Fischen, Krebsen, Sepien und Kraken. Die Fortpflanzungsbiologie der Muränen ist bis heute unbekannt. Ein Meister der Tarnung und nur durch die hervorstehenden Augen zu erahnen, ist die Pfauenflunder, die zur Gruppe der Plattfische gehört. Nur beim Schwimmen ist die Pfauenflunder anhand der charakteristischen blauen Ringe leicht zu identifizieren. Auch wenn auf den ersten Blick die Ähnlichkeit mit einer Wasserschlange nicht von der Hand zu weisen ist, handelt es sich hier in Wirklichkeit um einen 1 Meter langen, weißgefleckten Schlangenaal. Die Tiere gehen wie hier in der Dämmerung auf Nahrungssuche und stöbern auf dem Meeresgrund in kleinen Löchern und Spalten nach Beute, die zum größten Teil aus Krebstieren besteht. Am Ende des Tauchgangs werden wir von einem Schwarm Schnapper begleitet. Bei der Betrachtung dieser völlig intakten Riffe kann man verstehen, dass Bonaire ein Paradies für Taucher ist. Bonaire bietet neben Tauchen auch andere Wassersportarten. Bonaires wohlgehütetes Geheimnis ist die Bucht Luck Bay. Hier erstreckt sich über 8 Quadratkilometer türkisblaues, seichtes Wasser, das für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen perfekte Windsurfbedingungen bietet. Luck Bay ist geradezu gesegnet. Mit einer durchschnittlichen Wasser- und Windtemperatur von 28 Grad Celsius, stetigen auflandigen Winden und nahezu garantierten Windgeschwindigkeiten zwischen 15 und 25 Knoten. Alle diese Charakteristika machen Luck Bay zu einem der besten Windsurfreviere der Karibik. Begrenzt wird Luck Bay von einem Barriereriff und obwohl dieses Gebiet unter Naturschutz steht, sind zahlreiche Aktivitäten wie Vogelbeobachtungen, Kajakfahren durch die Mangroven,
Tauchen außerhalb des Korallendammes oder Windsurfen erlaubt. Strenge Naturschutzbestimmungen sorgen dafür, dass dieses einzigartige Feuchtgebiet mit seinem fragilen Ökosystem für zukünftige Generationen erhalten bleibt. Auf dem Weg zu den unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten ist allerdings Vorsicht angezeigt. Oft springen Esel auf die Straße, weil sie im heranbrausenden Auto Futter wittern. Die etwa 800 herrenlosen Esel wurden durch motorisierte Fortbewegungsmittel bereits vor Jahrzehnten arbeitslos. Sie freuen sich über Brotreste und Früchte. Leider haben sie auch schon schwere Unfälle verursacht. Fährt man rund 11 Kilometer nordöstlich von Kralendijk auf der Hauptstraße zum Washington Slug Bay Nationalpark, gelangt man nach Rincon. Rincon ist der zweitgrößte Ort auf der Insel. Schon die Indianer siedelten dort. Die Lage zwischen den Hügeln im Inselinneren war der beste Schutz gegen Angreifer von außen. Während der Kolonialzeit war der Ort überwiegend von Sklaven bewohnt. Rüdiger bereitet sich auf seinen letzten Tauchgang in diesem Urlaub vor. Ein Tauchgang bei Nacht ist am Hausriff vom Belmar immer etwas Besonderes. Durch das Scheinwerferlicht werden kleine Fische angelockt, die sich in der Nacht sicher fühlen. Doch die Dunkelheit birgt auch Gefahren. Ein Riese wie aus der Urzeit mit einem unersättlichen Appetit. Ein Tarpon, 2 Meter lang und über 100 Kilogramm schwer. Schrecken aller Fische, Liebling aller Sportangler. Die Raubfische sind Einzelgänger. Als immer mehr kleine Fische durch das Licht angelockt werden, finden sich auch immer mehr Tarpons ein. Eher eine Interessengemeinschaft als ein Schwarm. Die urtümlichen Fische haben sich seit dem Erdmittelalter kaum verändert. Das hat einen Grund. Offenbar war der Fisch schon damals ein Erfolgsmodell, das nicht weiter getunt werden musste. Auch am letzten Urlaubstag wird man auf dem Belmar Resort vom kleinsten Vogel der Welt, dem Kolibri, begrüßt. Der Kolibri misst samt Schnabel und Schwanzfedern gerade mal 6 cm. Auffällig ist der Schwirrflug mit einer sehr hohen Frequenz von 40 bis 50 Flügelschlägen pro Sekunde. Mit seinen beweglichen Flügeln kann er auf der Stelle fliegen, um Nektar zu trinken. Da der letzte Urlaubstag auf Bonaire in der Regel ein tauchfreier Tag ist, bietet es sich an, den Washington Slug Bay Nationalpark im Nordwesten von Bonaire zu besuchen. Der Weg zum Nationalpark führt über die westliche Küstenstraße entlang am bekannten Tauchplatz 1000 Steps. Am Rande eines steilen Cliffs gelegen sind es in Wirklichkeit nur 64 Stufen, aber der Legende nach fühlt es sich nach dem Tauchen so an wie 1000 Stufen. Der Washington Slug Bay Nationalpark nimmt etwa 20% der Insel ein. Er erstreckt sich auf einer Fläche von über 5600 Hektar rund um die höchste Erhebung von Bonaire, den 240 Meter hohen Subibrandaris, und ist das größte zusammenhängende Naturschutzgebiet der Antilleninseln. Im Washington Slug Bay Nationalpark können 5 verschiedene Ökosysteme erkundet werden. Strände, Sanddünen,
Mangrovenwälder, Salzfelder und Waldgebiete. Seine Flora ist geprägt von weitläufigen Kakteenwäldern, darunter einige seltene Riesenkakteen. Am nördlichsten Punkt der Insel steht der nur 10 Meter hohe Ricardo-Winkler-Leuchtturm. Der Leuchtturmwärter Ricardo Winkler starb bei einem durch Blitzschlag ausgelösten Brand 1954. Der Leuchtturm erhielt zu seinem Gedenken 1999 seinen Namen. Für Ornithologen hält der Washington Slark Bay Nationalpark über 130 exotische Vogelarten bereit, allen voran die farbenfrohen Flamingos. Riesige Kolonien laben sich vor allem in den Wintermonaten am Salzsee-Gotomeer im Süden des Nationalparks. Daneben ist auch eine Vielzahl an Reptilien hier heimisch, wie dieser grüne Leguan. Der sonst sehr scheue Zeitgenosse ist hier auf Bonaire an den Menschen gewöhnt und hat seine Scheu abgelegt. Auch wenn manche Einheimische den grünen Leguan als Aphrodisiakum sehr schätzen. Der Nationalpark erhielt seinen Namen von der ursprünglichen Bezeichnung des Gebietes im Norden Bonaires. In den 1920er Jahren nannten die damaligen Besitzer ihr Inselstück Amerika und errichteten am Eingang zu ihrem Grund ein kleines Häuschen. Plantagenarbeiter konnten ihren Lohn dort abholen und einige Lebensmittel kaufen, wodurch das Areal schnell zum wichtigsten der ganzen Plantage wurde. Und so wurde es nach Amerikas Hauptstadt Washington benannt. So wie dieses Kreuzfahrtschiff Bonaire wieder verlässt, bleiben auch uns nur noch wenige Stunden, bevor unser Nachtflug Richtung Amsterdam startet. Dann heißt es auch für uns: Auf Wiedersehen, Taucherparadies Bonaire.